Hallo und willkommen bei Chain mit Sephiroth LP. Wir haben das Gehirn in die Luft gesprengt und sollen jetzt zum Fahrstuhl gehen. Es klingt alles so, als wäre es fast das Ende. Und meine Vermutung, ich brauche noch irgendwas mit den Maden. Und ich habe noch einen ganzen Bereich zum Aufsperren. Und ich habe keins. Ist gerade aufgefallen, dass ich kein... Autorisierter. Oh. What's wrong? The barrier is on the people. Be vigilant, Hadley. I'm counting on you. Be brave. You can do this. You're doing it. Ich gehe jetzt mal zur Wetterstation. Ich brauche da auch einen PDA, einen funktionierenden. Das war ja gleich die erste Folge, wo ich gesagt habe, ey, wo kriege ich jetzt so einen blöden PDA daher? Leg doch sowas. Nimm's doch mit. Also schauen wir mal jetzt einfach. Ja, soweit ich mich erinnern kann, war das zu gering zum Brüten. Die brauchen wahrscheinlich eine höhere Konzentration von irgendwas. So, das ist ja da lang. Dann schauen wir jetzt einfach mal, ob man das mit dem PDA was machen kann. Ich bin gespannt. Ach, zuerst mal gar nichts, das ist auch mal gut. Mach Sachen. Wollte ich doch gerade machen. Scheiße. Kacke. Was für eine Zone ist das? Und Fahrenheit. Oh. Liebe Joe, es wird aus, es ist von einem Lippenstift, dann für dich die Fleck und nicht in die Ecke. Toll. Das Pulver habe ich nicht mehr. Das verdächtige Fleckding untersuchen könnte. Ach komm, das brauche ich jedes Mal wieder zum Aktivieren. Das ist ja nervig. Jetzt einfach mal so alles spontan auf 50 Grad. Wird schon was passieren. Also 50 fahren halt. Hier stellen wir es mal auf 65. Ja, 50. Die Raumfeuchtigkeit lasse ich jetzt nochmal. Oh mein Gott. Ist das viel. Ja, optimal für Frauen. Frauen sagen immer, es ist zu kalt, also von daher kann ich auch mal ruhig wegen Temperaturen hochstellen. 41, 348. Das scheint normale Räume hier zu sein. 50 Grad Fahrenheit.
Das sind so die abgeriegelten Dinger wahrscheinlich. Ja, weil ich keine Ahnung, ob ich das richtig mache jetzt oder nicht. Das ist mir jetzt auch egal. Sie hat gesagt, der braucht zum Auftauen Jahre, ne? Jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt braucht er nur noch ein paar Minütchen. Gib ihm mal ein Minütchen Zeit. Ich stelle mal die Heizung an, ne? Aber mal schauen. Ich gehe mal zum Magen, zum Käfig hin und dann gucke ich mal. Wahrscheinlich wartet dann der Alien irgendwo auf mich oder so. Bin ich echt mal gespannt. Das wird jetzt so. So, 50, das klingt fast wie Raumtemperatur, ist mir jetzt aber egal. So. So, ist jetzt wärmer geworden? Ich hoffe es. The last thing I said to my son was to get out there and carve his own name into the world. Stop relying on mine. Did you mean it? Sometimes kids know that their parents say things they don't mean. My mom, the last thing she said to me was that I was the reason she was alone. That I sapped the life out of her from the moment I came into existence. You know that's not true. A small part of me knows that. A bigger part doesn't. Okay. Die Mutter hat auch alles dazu getragen, dass sie sich jetzt als werdende Mutter nicht gerade wohlfühlt. Wahnsinn. So, es hat sich jetzt nichts geändert. Hier liegen Beine rum. Hat es überhaupt was gebracht, was ich jetzt gemacht habe? Das weiß man halt, ne? Ich gehe halt mal zur Geburtsstation. Ja, dann muss ich wieder rausschneiden. Wieder der Druckerraum. Hier, Geburtsstation. Ich muss auch sowieso hoch. Man sieht nichts, ne? Man könnte sich aber auch sonst wo versteckt haben. Ich hab ne Peitsche. Aber so ohne Rauminhalt und Raumhinweis. So they use these little guys to control Samantha. And the gas they give off when they touch dead tissue calms her? I need to catch one. Terminal. Was für ein Raum ist das hier? Zwischenfälle. Also hier auf 84 AH herabsetzen und Winterschlaf herbeizurufen. Okay. Reagieren nicht auf mündliche Instinkte. Dann muss ich auch noch die Luftfeuchtigkeit, nicht nur die Wärme ansetzen. Aber auf wie viel, ne? Ich suche mal kurz mal einen Stift. Wenn ich den Raum mit dem Wert gefunden habe, also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, wenn ich mit dem Raum mit dem Wert gefunden, aber jetzt machen sie ja wahrscheinlich Minderschlaf. 84 AH, dann muss ich 84 AH aufpassen, aber ich brauche auch noch was zum Locken, ne? Ich brauche einen Köderkanister, also. Okay. Also die machen gerade Winterschlaf. Okay.
Okay, ich weiß, dass ich jetzt auf 84 AH achten muss. Also ich schaue jetzt mal wahrscheinlich nach oben. Und dann muss ich wahrscheinlich nochmal runterkommen. Dann wird nichts anderes erstmal übrig bleiben. Weil ich habe weder einen Kanister zum Einfangen noch sonst irgendwas. Das kann ja heiter werden. Na? Mein Gott. Jetzt mache ich mal aus dem Menü raus und dann wieder irgendwas anklicken, funktioniert nicht gleich. Ja, dann gucken wir einfach mal, was jetzt passiert, wenn ich jetzt dahin renne. Ich bin auf alles gespannt. Oder so. Oh, come on. Was ist jetzt los? Bin ich tot? Hallo? Errungenschaft freischalten, Samantha. Okay. Ich brauche einen Kanister. Okay. Dann muss ich jetzt wieder erstmal runter. Brauche ich Maden jetzt halt erst einmal. Gut. 84 RH ist schon quasi der Winterschlafzyklus. Und der wurde herabgesetzt, weil sie sind ja im Winterschlaf. Logischerweise jetzt ja. Jetzt muss ich praktisch einen Raum suchen mit 84 RH und weiß genau, dass es der Madenraum ist. So schaut es nämlich aus. So, und dann ist da. Ja, hi Leute. Ich bin jetzt hier in diesem Kontrollstationsräumchen. Und ja. Find nix. Ich find einfach nichts. Jetzt geht nämlich nochmal hoch. Aber ich finde nichts auf den 84er Wert. So. Höchste, was ich hier gefunden habe, ist 59, glaube ich. Ja. Das wäre dann der Zonen-ID 168. Wenn ich jetzt in ein Ding so nahe komme, bin ich tot. So, noch ein bisschen hinterher in der Suche ist mir jetzt und ein bisschen meine alten Videos anzuschauen, ist mir jetzt was aufgefallen. Ich war da, glaube ich, noch gar nicht drin. Gehirn-Evolutionslabor. War ich, glaube ich, noch nicht drin. Und tada! Hadley, my dearest little girl, my sweet creature, you're alive. Do you know me? Know you? Oh, my girl. I know you better than you know yourself right now. Oh, God. Ansel Spice. Hadley, you need to go. No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. What do you mean? This baby, Hadley. Talk about my baby. Why did you take me? You were the right person in the right place. At the right time. Can you help me get out of here? Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I think so. Kraftfeld. What is that thing out there?
a grotesque violation of genetics, but she has walked away. Joseph managed to lure her behind the wall defense. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No. All three of us will be safe very soon. Then we can carry on where we left off. I said don't talk about my baby! Okay. Okay. Kraftfeldgenerator. Sonst ist weiter. Ja, mit den Feuerlöscher kann ich jetzt halt praktisch in die oberste Ebene zu den anderen PDA rennen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich schaue eh nur nach Symbolen, Bruchstücken, die mir helfen können vielleicht. Und nach irgendwelchen Werten. Jetzt muss ich ja nach Celsius, also nach Fahrenheit und RH-Ausschau halten. Was mir so helfen könnte. Nochmal kurz durchblättern, vielleicht habe ich was überblättert. Nein. Irgendwelche Zahlen, irgendwas. Mediziners, Auftrag. Nein. Henk ist zum größten Teil mein Fehler. Ach, der Henk, wo sich fragt, warum er seine eigene Schwester nicht ablegen darf. Ach, der. Nein, auch nicht. Nein. Jane wurde uns bereits geliefert. Er befindet sich in der Straße. Und ich hatte immer noch keinen Erfolg bei einer der Subjekte. Neurale Dekodierung. Wie unterdrückt man die menschliche Seele? Das ist ziemlich erregend. Nein. Also ich kann das Feuer löschen, das ist schon mal nicht schlecht. Doch. Ja, hier lang muss ich. Wir haben ja gesehen, was hier jetzt passiert, aber ich habe ja dadurch eine Errungenschaft freigeschalten. Also von daher ist es ja jetzt gar so schlimm. Was mir das näher gebracht hat, das weiß ich immer noch nicht. That's what scares me. The idea that when we die, there's just nothing. Not nothing. Sounds like you have a life most are envious of. You have kids, right? A real family. Like people know you exist. Real life. Some of us never got off the starting line. Jetzt kommt das Monster wahrscheinlich. You'll have a family soon. When I die, I want to leave something behind. You have that. I have student debt and a goldfish. Who is the child inside of you? This baby deserves more than what I could ever give. Deserves to be part of something. Something bigger than me. Family. A home. A future. Warum geht die so langsam? Joseph Boino. Jerk! What the hell was I thinking?
Ich will gar nicht wissen, was in dem Labor passiert ist. Wenn du einen Haufen schwangerer Weiber lang genug an einen Ort eingesperrt hältst, dann ist irgendwann die Kacke am Dampfen. Ja. Oh mein Gott, das ist alles so... Oh, Arschloch. Und seine Assistentin, sie ist eine gute 600. Das ist echt der Arschloch. Wenn ich richtig anstelle, bekomme ich ständig Zugang zum Streichelzoo, der Organmixer. Heftiges Streichelzoo. Ich sehe da enormes Potenzial für einen flotten Dreier. Lol. Vielleicht. Gott. Das war der typische Aufreißer. Ob der was weiß über meinen RH-Wert. Ich glaube sehr weniger, dass der da irgendwas reingeschrieben hat. Hallo Madeleine. Ob diese Sex. Oh mein Gott! Okay, ich hoffe, er ist im Fahrstuhl verreckt. Tut mir echt leid, also das ist ein Arschloch gewesen. This room is much smaller than the other. Maybe he drew the short straw. This isn't the only small thing he has. Aha, sie weiß es also auch schon. Persönlicher Safe. Gemaltes Porträt, das Porträt ist eine Tür, das sieht man schon. DNA-Probe erforderlich. Wo soll ich denn jetzt eine DNA-Probe herkriegen? Gott. Vielleicht mit der Peitsche, die hat ein paar blutige Ecken. Oh, fuck. Ain't gonna work. Vielleicht hier? DNA accepted. Gut. Ja, ja, dann. Voice play back. Cool. Das haben wir schon gesehen, dass das eine Tür ist. Tut mir leid. Aber das hat man echt gesehen. Ihr feuchter Mund schnappt nach der abgestandenen Luft. Die geschwollenen Zitzen bewegen sich träge über eine feuchten, unzusammenhängenden Ansammlung von Krosten, Gliedmaßen, die klappernd gegen den Metallstahl schlagen.
Kann ich den Kanister mitnehmen? Ohne dass du mich... Danke. Was hat er da in seiner... Ja, ich will es gar nicht wissen. Aber... Ah! Was kann ich mit der machen? Ich jetzt anklick. Okay. That won't work. Milch. Okay. Mit Köder versehener Brutkanister. In diesem Brutkanister wurde etwas Milchsekret platziert. Ja. Kann ich es noch irgend? No. Könnte ich es nochmal machen? Wird nochmal aggressiv, Hedley. Ich gehe, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ich versuche jetzt die Maden anzulocken, indem ich weiter meinen Mund offen halte, dieses Bild einfach wieder zu vergessen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin kurz davor, in dieses Madenparadies wieder reinzugehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles richtig mache. Ich werde es gleich sehen. Nimm das die eklige Ding auf jeden Fall und tu es da rein. Ja, ich weiß. Und wie kriege ich das? Ich muss den RH-Wert erhöhen. Aber welcher Raum ist das? Ich gehe mal hoch, ne? Wir sind uns oben. So, ich habe jetzt nachgeschaut. Unten am Kontrollsystem kann man nachschauen, welche Nummer das Habitat hat. Das habe ich etwas gedauert. Und zwar, das Habitat hat die Nummer 668. Soweit ich jetzt das rausgefunden habe. So, jetzt habe ich es falsch verstanden. Was alles, was unter 84 RH ist, ist Winterschlaf. So. Das heißt, wir stellen das jetzt so lange nach oben. Mal eine Meldung kriegen. Oder auch nicht. So, das war noch ein bisschen rumprobieren und musste ich es in einer Reihenfolge eingeben, wo wieder mal nicht erklärt worden ist in dem ganzen Spiel. Also hat das sinnlose Knöpfdrücken zur Folge gehabt. Die Temperatur musste auf 95 Fahrenheit und die Luftfeuchtigkeit auf 84. So haben wir eine erhöhte Madenkonzentration und können jetzt die Muttermilch den Maden geben. Also werden wir das auch tun und Laufweg rausschneiden. So, wir stehen wieder vom Madenhabitat. Und mir ist ein Hinweis jetzt immer wieder mal aufgefallen. Wir müssen ja noch das Ding vernichten. Einfach nur anlocken, glaube ich, bringt gar nichts, um es zu besänftigen. Wir müssen es ja, um dauerhaft von den Viech Ruhe zu haben, töten. Wir haben ja noch das Plasmaschild. Und mir ist eins eingefallen. Wir haben eine Leiche neben so einem komischen Feld. Und die Maden lieben ja Fleisch quasi, ne? Also die stehen da voll drauf und sondern ihr Extrakt hier so ab, wo das Viech auch
höchstwahrscheinlich anlockt. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt einfach so machen. Schlage ich jetzt mal so persönlich vor. Und mehr wie schief gehen kann sie am Ende nicht. Quantum-Speichergerät aktualisiert. Weil die Folge werde ich jetzt so lassen, wie sie ist. Freddy. Karl-Heinz. My son's was named Charlie. Was? He died. His mother never forgave him. It was my fault. I should have protected him. People die. Sometimes you just can't do anything about it. Well, Charles, I think we're going to go back to Frederick. Right. I like that. Genau. Soll ich den Lauf ich drin lassen oder nicht? Ach, entscheide ich jetzt so spontan. I can lure Samantha somewhere with Freddy. Maybe I could kill. Yes. Yes. Ist das die Stimme eigentlich in meinem Kopf oder ist die Stimme von meinem Kind? The next conversations I have with my children, it will be different. Second chances at life don't come around often. Second chances? Your dad would be proud of you, Adley. If he knew me, knew who I had become. A survivor. It's not my fault that I look like him or act like him. Certainly not this baby's fault. That's on me. I can't blame my child for where I am. I know that my baby is family. Family. Das wird das Kind sein, womit zu mir redet, weil wir haben wir einen Kommunikator? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das Spiel ist so verworren immer noch. Und der Typ hat schon gesagt, also ich muss sie töten. Werde ich das auch mal tun. Hier wird sogar schon angezeigt, was ich zu tun habe. Also das wird mir sogar jetzt schon vorgebetet, was ich machen muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist das Teil, wo sie am Rücken hat. Okay, das ist kein Tattoo. Na, Schmackofakts. Samantha, come to Mama. Geh mal weg, du Errungenschaft. Danke. Das totgeweihte Biest ist in zwei Teile geteilt worden. Eine dünne Dampfwolke steigt aus ihren freigelegten Innereien auf. Und ich klatsche natürlich dran vorbei, ne? Ist ja wurscht. Könnt ihr noch einen Zucker tun oder so? Das Ende will ich mir jetzt. Ich weiß nicht, das Ende ist wahrscheinlich so. Boah, in your face jetzt. Da. Dann drücke ich mal einen Aufzug. Und bin gespannt, was Chain mir für ein Ende präsentiert.
sorry, Hadley. This is the way it was meant to be. I don't understand. Hello, Hadley. Ich würde sagen, ich hab's gewusst. Aber ich hab's gewusst, seit ich die Stimme gehört habe. Da ist da irgendwas nicht stimmt. Mit diesem gottverdammten Kind. Die Mutter hat es nicht überlebt. Was aus dem Kind geworden ist, weiß man wahrscheinlich jetzt nicht. Aber es gibt nicht nur eine davon. Deswegen konnte sich auch so viel erinnern an Früheres. Lassen das einfach jetzt mal Revue passieren. Die haben Leute geklont. Aus einer mechanischen Gebärmutter. Da haben sie es wahrscheinlich erstmal getestet. Dann haben sie die getesteten Subjekte in eine Art Kryokammer gesteckt, um weiter ausreifen zu lassen. So, da das nicht wahrscheinlich so hingehauen hat, wie sie das wollten, oder die Subjekte frühzeitig gestorben sind, ich sag's jetzt mal krass, werden sie einen menschlichen Wirt gesucht haben, einen, der das verkraftet. Und einen ohne Hintergrundgeschichte. Hadley kam perfekt. Sie hat keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt. Sie hasste ihre Mutter. Dementsprechend hat sie auch keinen Kontakt. Weitere Familienangehörige hat sie nicht gehabt, wonach ihr suchen könnten oder vermisst werden oder so, ne? Und Hadley hat praktisch Kane. Ich denke mir das jetzt einfach mal so. Kane geboren. Dass er praktisch eine zweite Chance kriegt. Denn er sagte ja selber, eine zweite Chance im Leben kriegt man selten. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Das war das Finale von Chain. Vielen Dank fürs Reinschauen und das nächste Projekt wird hoffentlich genauso krass wie das hier.